ist der Ausgang versperrt. Oh. Oh. Ich muss hier raus. Mist, das Schaf! Komm, Decker, wir hauen ab! Beeil dich, sonst werden wir gegrillt! Aber ich habe dem kleinen Prinzen geschrieben, dass du dich weder um mich kümmerst, noch um seinen Planeten. Was? Du hast dem kleinen Prinzen geschrieben, ohne mir was zu sagen? Sei froh, dass ich kein Grünzeug mag, sonst hätte ich längst Rosenblättersalat aus dir gemacht. Ich habe ihn nur gebeten, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen, sonst nichts. Jetzt sieht es wieder so aus, als wäre ich unfähig. Aber ich kann nichts dafür, dass der Vulkan wieder erwacht ist. Das war der Baobab. Und ich kann auch nichts dafür, dass die dummen Schafe überhaupt nichts mehr fressen wollen. Außer mich natürlich. Die nervt mich, oh, die nervt mich, die nervt mich. Was für seltsame Landschaften. Wundervoll, nicht wahr? Das habe ich gemacht. Nein, Geograf Riese macht das nicht schön und nicht praktisch. Ich darf nicht an die Wüsten und an die Wälder ran. Und dabei habe ich mir so viel Mühe gegeben. Ich wollte einen Planeten, der schön geordnet ist. Mit sattem Grün hier und reichlich Gelb da. Der Geograf Riese kapiert gar nichts. Und er sieht nichts hinter seiner großen Lupe. Wir Mini-Putzis erkennen unseren Planeten nicht mehr wieder. Das tut mir aufrichtig leid. Ich dachte nicht, dass all diese Gegenden bewohnt sind. Und wenn man alles wieder so macht wie vorher? Oh, danke, netter blonder kleiner Riese. Na ja, gut, einverstanden. Mir gefällt die neue Ordnung des Planeten zwar, aber die Mini-Putzis sind wichtiger. Ich glaube, die sind ihm nicht mehr böse. Froh! Wir sind froh und glücklich wie früher. Jäger, wir haben den Planeten wieder in Ordnung gebracht. Wir können also gehen. Herr Geograf, was wissen Sie nun über den Planeten der Rosen? Der Planet der Rosen. Ich habe den Planeten der Tulpen kartografiert, den der Margeriten, der Lilien und der Iris. Auf dem der Rosen gibt es angeblich sogar Tiger. Ich habe einen Planeten gefunden, der teilweise mit Rosen bedeckt ist. Das könnte er sein, aber ich will sicher gehen, dass wir auf der richtigen Spur sind. Wir brauchen noch einen zweiten Anhaltspunkt. Na gut, kleiner Prinz. Könnte der Planet, den du suchst, vielleicht sehr windstill sein? Ja, die Rose beklagt sich ständig darüber, dass es auf B612 zieht. Vielleicht gibt es da, wo sie herkommt, gar keinen Wind. Also, dann passen alle Hinweise zusammen, kleiner Prinz. Der Planet, den ich geortet habe, könnte wirklich der Planet der Rosen sein. Ich vertraue Ihnen, Herr Geograf. Los geht's. Oh, ein Brief von meiner Rose. Mein lieber kleiner Prinz, komm so schnell wie möglich zurück. Die Baobabs sind viel zu stark gewachsen. Fuchs schafft es nicht, sich darum zu kümmern. Ist irgendwas mit deinem Haustier? Oder mit deiner Schwester? Mit meiner Familie? Ja, meine Rose hat geschrieben. Sie übertreibt gern ein bisschen, aber ich habe ihr was versprochen, also... Sagt mal, wie lange brauchen wir denn für die Reise von hier zum Planeten der Rosen? Oh, ich würde sagen, er ist nur ein paar Flugstunden von hier entfernt. Noch ein wenig Geduld, meine Rose. Alles wird gut, da bin ich sicher. Ich begleite euch, meine Freunde. Ich würde allzu gerne diesen neuen Planeten kartografieren. Großartig! Auf geht's zum Planeten der Tiger! Auf Wiedersehen, gute Reise!